in die Kamera antworten? Genau, ich darf dich nicht angucken? Leider nicht. Oh nee! Hallo, ich bin Eva Meckbach und das ist Hingehört. Hallo Eva, sag mal, wie ist dein Verhältnis zur Natur? Oh, ich glaube, ein inniges. Schon als Kind hatte ich ein sehr nahes Verhältnis zur Natur. Ich bin auch in einer Kleinstadt aufgewachsen, bin super viel gerne durch Wälder gestreift und keine Ahnung. Und ich, ehrlich gesagt, auch jetzt durch Corona und den Lockdown habe ich ganz viel in der Schorfheide verbracht, weil ich da so ein Grundstück habe und habe es total genossen, da in der Natur zu sein und viele Tiere zu erleben. Füchse und Waschbären und Rehe und alle Sorten von Vögeln, wo wir ja schon fast beim Thema wären quasi, ne? Was ist die größte Herausforderung beim Einlesen von Charlotte McConaugheys Roman? Also erstmal muss ich sagen, die hat ja einen Trip hingelegt, das ist ja der Hammer, ey. Wir haben es gerade fertig gelesen, oder ich, also wir haben es gerade fertig aufgenommen, ich weiß gar nicht, es ist Wahnsinn. Also ich glaube, die größte Herausforderung war diese inneren Welten, die mich gleichermaßen eingesogen haben, aber die da auch wirklich mitzukommen. Manchmal ist es so, dass die in einem Absatz so viel erlebt, was fast nicht in ein ganzes Leben reinpasst, ja. Und das macht aber auch, finde ich, das ist wie ein Trip, aber es ist, also ich finde dieses Buch unglaublich stark, wirklich eine totale Entdeckung. Aber da sozusagen mitzugehen, weil es ist auch, finde ich, so fantastisch geschrieben, weil, also ich glaube, wenn es nicht so gut geschrieben wäre, dann würde man denken, what? Also ist das jetzt nicht ein bisschen dicke? Aber in dem Fall, also denke ich das zumindest nicht, sondern ich bin überrascht, wo mich das überall hinführt, ja? Hammer, also echt krass. Wie bereitest du dich denn auf so eine Hörbuchaufnahme vor? Na, ich lese das Buch mehrfach. Meistens, also ich versuche es das erste Mal einfach ganz normal, wie eine Leserin ein Buch liest, zu lesen, leise. Es gelingt mir nicht immer, manchmal witscht es mir dann schon durch, dass ich dann doch schon laut lese, aber ich versuche eigentlich, es wirklich intuitiv ganz normal zu lesen. Und dann lasse ich sacken, mache mir schon so ein paar Gedanken, horche so in mich rein, was macht das mit mir oder was sehe ich da so vor meinem inneren Auge und so. Und dann lese ich es nochmal, mache mir vielleicht ein paar Notizen. Ja, so. Und es gibt Passagen oder Momente oder Figuren, da habe ich dann vielleicht gleich so einen intuitiven Zugang dazu und andere, da denke ich erstmal, wow, also das muss ich mir jetzt erstmal nochmal klar strukturieren. Was sagt die da gerade eigentlich? Ja, genau. Was war das für ein Gefühl, den Deutschen Hörbuchpreis zu gewinnen? War ein sehr schönes Gefühl. Ich war, als ich das erfuhr, gerade mit der Schaubühne auf Gastspiel in Australien, in Sydney. Und wir waren auf so Apartments verteilt. Wir haben uns immer mit einer Kollegin sozusagen zu zweit so ein Hotel-Apartment geteilt. Und ich wache total so gejetlaggt morgens auf in Sydney da, und dieses mega helle australische Licht. Ich muss mein Handy an, checke meine Mails und mache das so plöpp. Dann war ich echt sehr, sehr glücklich. Na, total schön, das dann auch mit meiner Sydney-Mitbewohnerin dann gleich diese Nachricht zu teilen. Das hat mich schon sehr, sehr glücklich gemacht, ja, muss ich schon sagen. Bist du lieber auf der Theaterbühne oder im Hörbuchstudio? Boah, also vor diese Entscheidung möchte ich bitte nie gestellt werden, dass ich mich da entscheiden müsste. Nee, erst dachte ich kurz, das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Dann dachte ich, das ist totaler Bullshit, das hat total viel miteinander zu tun. Weil man ja, finde ich, in beiden Medien spielt. Auch wenn ich sozusagen vor dem Mikrofon, wenn ich ein Hörbuch einlese, anders spiele, weil ich ja gleichzeitig auch körperlich regungsloser bin und da sitze. Aber die inneren Welten, die ich da durchgehe und die Gedanken und Emotionen, die man da so durchmacht beim Lesen, sind ja durchaus vergleichbar. Also ist beides ein Geschenk. Ist beides irgendwie spielen und Welten erleben dürfen, ne? Vielen Dank, Eva. Ja.